Sabrina probiert Rosalie im Disneyland Paris. Wir haben jetzt kurz vor 12, wir gehen Mittagessen im Rosalie. Das hat ja relativ neu aufgemacht. Wir haben es jetzt bis dato nie hierher geschafft. Aber heute ist es endlich soweit. Und ich habe auch gesehen, die sind ein bisschen günstiger geworden, als sie noch vor ein paar Wochen waren. Das ist ja schon mal was Erfreudiges. Und ja, ich würde sagen, let's go. Mal gucken, wie das Ganze so aussieht und wie es schmecken wird. Könnt ihr mal einen kleinen Blick auf die Karte werfen? Ich habe mir noch gar nichts angeguckt. Ich weiß wirklich noch überhaupt nicht, was ich mir holen werde. Mal schauen. Ja, für meine Schwester gibt es den veganen Shepherd's Pie. Und für mich Käsenudeln mit Rindfleisch. Sieht schon sehr gut aus. Cheryl hatte das genommen, was bei mir auch noch so auf der Liste stand. Eine Schwirschen mit Kartoffelbrei. Und hier gibt's Tartar und Pommes. Guten euch! Also ich habe schon eine Nudel probiert, da unten drunter. Also Nudeln sind oben überbacken, dann Nudeln mit Käse. Und unten drunter ist, bis jetzt habe ich nur Fleischsoße. Aber sehr lecker. Ich bin mal gespannt, wie das Fleisch da gleich aussehen wird. Merci. Meine Schwester schwärmt so von ihrem veganen Gericht, dass ich das jetzt probiere. Obwohl ich keine Linsen mag, probiere ich es jetzt trotzdem. Hab so eine komplette Schicht. Mir wird, wie gesagt, wieder ein bisschen Salz fehlen, aber es ist sehr lecker. Und sie hat gesagt, die oben diese Kristallchen, so heißt es halt bei uns, sind das Beste. Und das stimmt. Also wenn du das mal für uns kochen würdest, ich bin dabei. Es sind noch Karotten und Linsen unten drin. Leute, ich bin jetzt so tief gekommen, dass ich das ganze Fleisch, also da sind nicht nur so Stückchen drin, sondern da ist auch schon eine ordentliche Portion Fleisch dran mit Pfefferkruste. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Das ist sehr zart. Auch wenn da so ein bisschen so Fleisch, so Fett dran ist, das ist sehr zart. Ja, und jetzt probieren wir das mal mit dem vielen Pfeffer. Da ist mal gut gewürzt. Leute, das Rosalie hat von uns im Durchschnitt 8,25 Punkte bekommen. Von mir gab es 8 Punkte, Abzug gab es einmal, für mich war das zu viel Fleisch. Ich hatte euch ja ein Stück Fleisch gezeigt und es waren noch so, sag ich jetzt mal so, kleinere Fleischstücke drin, aber es waren noch mal insgesamt 3 so große Fleischstücke drin. Das war mir einfach ein bisschen, für mich persönlich zu viel, aber gut, es hat auch einiges gekostet. Also mit die Cola 6 Euro und dann gab es noch 10% Jahreskartenrabatt und da habe ich, ich glaube, 34 Euro oder so bezahlt. Es ist nicht günstig für so ein Nudelfleischgericht, aber es war auch wirklich viel Fleisch drin. Für mich einfach ein bisschen zu viel. Habe das ganze Fleisch nicht geschafft. Aber ja, gibt auf jeden Fall, also es war sehr lecker. Und den anderen Punktabzug gab es dafür, dass einfach meiner Meinung nach ein bisschen wenig Gewürz war. Ja, das Fleisch hatte eine schöne Pfefferkruste, aber ich fand, generell hat immer ein bisschen Salz, ein bisschen mehr Würze gefehlt. Aber toll war halt einfach, dass man alles auf den Tisch bekommen hat und konnte dann selbst nachwürzen. Ich weiß, für die große Masse muss es immer so ein bisschen weniger gewürzt sein, dass es eben alle essen. Man kann es ja nachwürzen, aber ich würde mich einfach trotzdem mal freuen, wenn ich irgendwo reinbeiße und es ist genauso perfekt, wie ich will. Ja, ich hoffe, dieses Prina probiert hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt die Glöckchen und vielleicht sehen wir uns schon ganz bald wieder und ihr geht vielleicht mal ins Rosalie essen.